Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute die Smart Home Übertragung anschauen, beziehungsweise eben weitermachen mit Smart Home. Und dazu schauen wir uns heute die Temperaturerfassung, also die Messung, die Übertragung, die Speicherung und die Ausgabe auf der Webseite an. Das alles kommt dann gleich nach dem Intro. Wie schon angekündigt, wollen wir uns jetzt mal angucken, wie ich die Temperaturmessung mittels eines BMP 280 und eines NodeMCUs gemacht habe. Und dann wollen wir uns mal angucken, wie der die Daten an den Raspberry Pi überträgt und diese dann dort gespeichert werden, beziehungsweise wie das Ganze auch ausgegeben wird. Dazu gehen wir jetzt mal auf den Bildschirm und gucken uns hier gleich mal an die erste Datei. Das ist hier vom NodeMCU. Wie ihr den NodeMCU einrichten müsst, beziehungsweise dass der WLAN-Verbindungen hat. Das könnt ihr euch dann mal in Ruhe angucken. Das ist jetzt also hier natürlich, die Daten müsst ihr ersetzen. Ich könnte hier auch einfach Passwort schreiben. Jedenfalls müsst ihr hier eben euren WLAN-Namen, euer WLAN-Passwort eintragen, die ID eures Hosts. Bei mir ist es jetzt im lokalen Netzwerk die 199 und ich stelle euch den Code sowieso online, also den Code bekommt ihr von mir zur Verfügung gestellt. Und dann könnt ihr euch mal angucken, wie das Ganze hier funktioniert. Der Rest ist relativ gut mit, mit diversen Variablen beschrieben. Wir haben noch den Sleep-Modus hier mit ESP Deep Sleep. Also der läuft nicht die ganze Zeit, sondern er fährt wirklich runter. Wir haben hier oben noch den Cycle. Der wird später nochmal wichtig. Den gucken wir uns gleich nochmal an. Hier steht er jetzt auf, es müssten 1,8 Millionen sein. Also 1.800.000, ja. Das sind die Millisekunden, die es dauert, bis eine halbe Minute vorbei ist. Warum das Ganze? Weil ich nur alle halbe Minute eine Messung haben möchte. Ihr könnt den Cycle hier auch runterstellen. Dann würde er öfter messen, beziehungsweise ihr hättet einfach mehr Messungen. Aber ich habe gesagt, für mich, mir reicht es alle halbe Stunde eine Messung und die soll dann eine Datenbank speichern. Das Wichtige oder das wirklich Interessante gucken wir uns mal hier unten an, und zwar hier in dem Bereich. Wir nutzen den Node natürlich auch hier wieder als eine Art Client, der auf den Raspberry Pi zugreift per WLAN und dort ein PHP-Skript abruft. Und dieses PHP-Skript, das sieht wie folgt aus, das gucken wir uns auch gleich mal an. Und zwar haben wir hier das PHP-Skript Messung in dem Fall. Und die beiden, da müssen wir jetzt immer ein bisschen hin und her switchen. Wir rufen hier in der Zeile 77, rufen wir das Messungs-PHP-Skript auf. Und übergeben hier jetzt über den URL gewisse Werte. Und zwar haben wir hier das hier ist relativ wichtig, dieses Fragezeichen temp ist gleich. Denn mit diesem Fragezeichen kann ich in dem PHP-Skript eine Funktion, die sich get nennt, benutzen. Und diese Funktion macht jetzt nichts anderes, als nachzuschauen, wann temp kommt, und dazu braucht ihr dieses Fragezeichen. Und zwar sieht das wie folgt hier aus. Ich habe hier die Variable im PHP-Skript Temperatur und die ist jetzt hier mit diesem get-Befehl und sagt get Temperatur. Und es das heißt, das, was jetzt nach dem Temperatur als ist gleich dasteht, das speichert er hier jetzt oder hinterlegt er hier jetzt als diese Variable Temperatur. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser Fragezeichen temp ist gleich und jetzt kommt hier zum URL zusätzlich noch ein BME 280 get temperature, also der Temperaturwert vom BMP. Das heißt, der misst den jetzt. Packt den dann in diese Variable, beziehungsweise eben in dieses BME 280 Get Temperature. Weil die Messung haben wir ja hier oben, die kennt ihr ja schon aus den anderen Videos, wenn ihr euch die angeguckt habt. Wenn nicht, unbedingt angucken. Coole Videos, ganz klar. Und auf jeden Fall haben wir hier eben Bool OK ist gleich BME 280 Measure. Also mit dieser Measure erfasst er die Werte oder holt sich die Werte vom BMP und hat die dann über die Library natürlich in diesen Variablen hier gespeichert. BME.getTemperature. Get Humidity und Get Pressure und bereite die auch gleich auf. Und hier jetzt eben, wie gesagt, dieses Fragezeichen Temp ist gleich, und mit diesem Wert, diesem Temp ist gleich, das, was da dahinter kommt, das speichert das PHP-Skript über den Get-Befehl in der Variable Temperature, also in der Temperatur. Und diesen Wert nehmen wir dann, haben den ja hier gespeichert, packen jetzt hier. Dieses New PDO ist nichts anderes als diese Funktion, dass er die MySQL-Tabelle aufruft. Er hat jetzt hier eben die MySQL-Tabelle. Host ist der Localhost, also den ich eben hier in der gespeichert habe, beziehungsweise der auf dem Raspberry Pi läuft. Er macht es natürlich über den eigenen Server. Der Datenbankname ist jetzt Wohnzimmer. Der Nutzername ist PHP MyAdmin. Und das Passwort ist eben PHP MyAdmin, also das ist das Passwort, was ihr in diesem Programm hinterlegt habt.
Es ist natürlich bei mir jetzt nicht das hier, aber fürs Video, dass ihr es eben besser sehen könnt. Hier gebt ihr einfach euer Passwort ein euren Admin-Namen ein, euer Passwort, je nachdem, was ihr da vergeben habt beim Einrichten von phpMyAdmin. Dann haben wir hier jetzt eben Prepare. Damit soll er jetzt irgendetwas mit dieser aufgerufenen Datenbank machen. Das heißt, er hat jetzt die Datenbank Wohnzimmer, sucht sich hier jetzt die Tabelle Sensorwerte und fügt da jetzt Temperatur, Luftfeuchte und Druck hinzu als Tabellennamen. Das heißt, ich hab die Tabelle, da heißt eben eine Spalte Temperatur, eine heißt Luftfeuchtigkeit, eine heißt Druck. Die Values, also die Werte in dem Sinne, haben wir jetzt hier erstmal mit Fragezeichen, denn er soll jetzt in diese Values dieses Array hier einfügen. Das heißt, Execute Array, Temperatur, Feuchte und Druck. Das sind wieder unsere Variablen, weil bei PHP ist es so, mit diesem Dollarzeichen davor, das signalisiert eben, dass es eine Variable ist. Und unsere Variablen hier, die sind ja quasi von dem Get-Befehl, also mit dem Get-Befehl schon gespeist worden, sage ich mal. Das heißt, wenn ich eben jetzt meine URL aufrufe über NodeMCU, dann ruft er diese Messung PHP auf und gibt hier eben hinter Temp, fügt ihr einen Wert ein. Eben wie gesagt, das ist diese Variable. Das heißt, er ruft jetzt halt hier die URL. Die haben wir auch, also wir haben hier schon den Host als 192.168.0.199. Das ist ja wieder mein Raspberry Pi. Und hier nimmt er jetzt quasi den Teil, macht ein Backslash dahinter. Also macht das hier jetzt dahinter. Dann macht er dahinter, Fragezeichen temp ist gleich. Dann macht er dahinter den Wert. Also nicht das hier als Text, sondern ich habe jetzt nicht in Anführungsstrichen, sondern ich habe es hier in der Klammer. Damit macht er das nicht als Text, sondern er macht wirklich den Wert, den er daraus jetzt aus der Messung gezogen hat und packt den jetzt dahinter. Danach packt er noch den Text Sternchen Celsius dahinter als Grad Celsius. Dann macht er wieder ein und Hume, weil er ist ja schon in dem Fragezeichen, heißt ja, dass er ab da schon anfangen soll, den Get-Befehl anzufangen. Das heißt, jetzt hat er hier und Hume. Hume ist jetzt wieder nichts anderes als hier die Feuchte. Das heißt, dahinter guckt er jetzt, was da kommt. Das, was dahinter jetzt steht als Feuchte, das speichert er hier jetzt in dem PHP-Skript unter der Variable Feuchte. Hier haben wir wieder unseren Wert dafür für die Luftfeuchtigkeit und schreibt dahinter wieder Prozent Luftfeuchtigkeit. Und dann macht er das Ganze nochmal hier mit der URL, packt nochmal Druck dahinter, das Wort Druck ist gleich und packt dahinter jetzt wieder den Wert für den Druck. Ich meine, Druck braucht man nicht, sind wir uns einig, ich meine, wofür soll ich hier Luftdruck, aber ich hab's, also mache ich es mit dazu. Ganz ehrlich, ja. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Dementsprechend haben wir hier jetzt quasi den Druck, der dann als Wert dahinter geschrieben wird und die Einheit Hektopascal. Wird ja hier schon geteilt durch 100, das heißt, hier wird er schon auf Hektopascal das Ganze umgemünzt oder umgeregelt, ja, keine Ahnung. Also umgerechnet, ja. Umgerechnet kann man sagen. Gut, und dann, also hier das Serial Print ist natürlich nochmal für mich gewesen, dass ich sehen kann, ob er auch den Link richtig schickt. Jetzt haben wir hier eben noch Client Print, das heißt, er haut dann die URL raus und hier eben noch die verschiedenen HTTP-Befehle. Ja, nichts Dramatisches, also den Teil könnt ihr auch einfach so lassen. Und dann macht er noch eine Sekunde lang Delay. Ja. Hier unten macht er nochmal ja, verschiedene, also er printet nochmal er bekommt ja dann quasi vom Skript, Moment, das kann ich euch gerne mal zeigen. Das war jetzt falsch. Er hat ja hier über dieses Echo heißt nichts anderes, als dass er die Werte ausgibt. Also das, was er in der Variable unter Temperatur, Feuchte und Druck gespeichert hat, das gibt er als Echo wieder zurück jetzt an den Client. Und das habe ich mir natürlich auch nochmal hier über die Funktion hier unten, hier, über den Teil, da habe ich mir das jetzt anzeigen lassen und Serial Printline heißt nichts anderes, als dass er das, was er als Echo zurückbekommt, das printet er mir nochmal seriell aus. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass ich eben sehen wollte, was ich denn da für Werte überhaupt jetzt gespeichert habe. Das war zur Anfangszeit. Ich meine, die könnte ich jetzt auch rausnehmen, die Zeile, aber stört mich jetzt auch nicht, wenn sie drin ist. So. Dann haben wir das Teil, so mal den wichtigen Teil hier unten auch. Hier oben im Loop haben wir natürlich noch die Messung, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Diese While Millis minus Last Call, kleiner Cycle, das ist nichts anderes. Ich habe doch schon mal das Video gemacht, Blink Without Delay, da wir quasi zeitabhängige Sachen haben, aber nicht Delay nutzen wollen. Und das ist nichts anderes als das hier. Das heißt, hier haben wir jetzt auch nichts anderes als wieder so eine zeitgesteuerte Sache, die allerdings jetzt hier natürlich
ein bisschen anders funktioniert, beziehungsweise, was heißt anders funktioniert? Die heißt jetzt ein bisschen anders, ich habe die Variablen anders genannt, beziehungsweise habe ich die, glaube ich, den Code von irgendwo online. Also den Teil hier, den habe ich irgendwo online rausgezogen und für mich angepasst. Nee, ist ja egal. Die While-Schleife macht jetzt hier eben, wie gesagt, nichts anderes als Millis. Wenn Millis minus Last Call kleiner Cycle ist, also solange Millis minus Last Call kleiner Cycle ist, soll er hier wieder loslegen. Ja, nichts Dramatisches. Ich glaube, das ist für Leute, die regelmäßig oder die ab und zu mal meine Videos gucken, die sollten jetzt wissen, was hier ungefähr passiert. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht wisst, guckt euch einfach das Blink Without Delay Video an. Da wird es nochmal erklärt, wie die ganze Sache hier funktioniert. Und das war an sich auch hier schon mal soweit jetzt der Code. Wie gesagt, die wichtigsten Punkte nochmal. Die Werte vom BMP 280 werden gemessen, beziehungsweise werden vom BMP übertragen, über die Library natürlich. Wenn dann in der Library oder aufgrund der Library werden sie eben in verschiedenen ja, Variablen gespeichert und werden dann hier eben mit diesen Variablen und mit diesen Befehlen abgerufen. Und wir haben jetzt hier eben einen String URL und diesen URL erstellen wir und rufen ihn dann auf. Das heißt, wir machen einen relativ langen URL, in dem wir unsere ganze Werte packen und dann rufen wir unser PHP-Skript auf, wenn diese URL fertig ist. Und das PHP-Skript zieht sich jetzt aus diesem URL die Werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck und speichert die eben hier jetzt über diese Befehle in einer MySQL-Tabelle. So, dann haben wir natürlich jetzt hier unsere MySQL-Tabelle, haben die befüllt, haben da unsere Werte drin, super toll, alles schick. Und jetzt wollen wir aber natürlich auch mal die Werte wieder aus der Tabelle nehmen und auf der Webseite darstellen. Und das Ganze habe ich jetzt hier schon mal eine der Tabellen aufgemacht. Und zwar ist es auch wieder eine PHP, ein PHP-Skript. Wir haben hier wieder eine Verbindungsaufnahme, haben eben hier wieder unseren Localhost, Nutzernamen und Passwort von PHP MyAdmin, haben dann hier wieder unsere Datenbank, die ausgewählt wird. Natürlich brauchen wir wieder Wohnzimmer, denn da haben wir vorhin auch unsere Werte gespeichert. Hier haben wir jetzt einfach nur noch eine Query, die mir jetzt aus der Datenbank, also hier Select from Sensorwerte, das ist wieder unsere Tabelle. Also hier haben wir nicht verwechseln, ne? Ihr habt hier die Datenbank und in der Datenbank können ja viele verschiedene Tabellen drin sein. Wir haben jetzt hier die Datenbank Wohnzimmer, wir haben hier die Tabelle Sensorwerte. Ihr könnt das auch andersrum machen. Ihr könnt eine Datenbank erstellen mit Sensorwerte und könnt hier dann eine Tabelle Wohnzimmer nennen, eine nennt ihr Schlafzimmer, Küche, Bad, Keller, weiß der Geier was, außen und könnt hier dann quasi die verschiedenen Tabellen nur aufrufen. Ich habe es jetzt hier anders gemacht. Meine Datenbank heißt Wohnzimmer und die Tabelle heißt Sensorwerte und dann haben wir hier noch eine Zuordnung. Denn wenn ich das nicht mache, diese Zuordnung, also wenn ich das nicht ordnen lasse, dann würde er quasi die Werte immer nur nach dem ersten Eintrag abfragen, beziehungsweise den ersten Eintrag, die ersten drei Einträge würde er mir anzeigen oder hier jetzt hier den ersten einen Eintrag quasi und würde mir den dann ausgeben. Und ich habe es jetzt aber so gemacht, ich möchte das Ganze geordnet haben nach der ID, denn wir haben ja wir haben ja hier für die Tabelle, haben wir jetzt fürs Wohnzimmer hier hinten die Tabelle ID, die wird automatisch quasi mit hochgezählt. Und ich zeige euch mal, wie das dann hier aussieht. Also hier haben wir jetzt die letzten drei Werte. Und er sortiert die quasi jetzt nach diesem Wert ID und nimmt da jetzt für dieses Skript, Moment, für dieses Skript macht er es ordered by ID. Dieses Desk bedeutet nichts anderes, als dass er den letzten Eintrag nimmt. Ansonsten würde er es ja nach ID ordnen, würde anfangen mit 1. Ich möchte aber den letzten Wert haben, also die größte Zahl bei ID soll er jetzt hernehmen. Das ist dieses Desk Limit und dieses 1, das sagt mir jetzt nichts anderes, dass ich einen Wert haben möchte. Wenn ich das hier zum Beispiel, wenn ich anstatt diesem Desk Limit 1 ein Desk Limit 3 mache, dann ergibt er mir die letzten drei Werte aus. Also hier habe ich jetzt einen Wert für die Übersicht, das ist der aktuelle Wert. Und für Wohnzimmer jetzt hier auf der Seite möchte ich die letzten drei Werte haben. Das heißt, ich habe hier statt einer 1 eine 3 eingefügt in das Skript. Und schon habe ich die letzten drei Werte, die er mir hier ausgibt. Gut, dann wollen wir uns das Ganze hier nochmal anschauen, wie es hier weitergeht. Wir haben jetzt hier relativ viele Echo-Befehle. Das ist jetzt nichts anderes, als dass er Echo ist ja das, was er ausgibt. Und hier lasse ich mir jetzt HTML-Code ausgeben. Das heißt, das ist wirklich das hier, was hier in den Anführungszeichen immer steht. Das ist purer HTML-Code, denn ich möchte hier eine Tabelle haben und die Werte der Tabelle, die möchte ich dann mit den Werten aus der Datenbank füllen. Das heißt, ich schreibe hier wirklich HTML-Code. Wenn ich das hier nehmen würde, dieses Echo, und würde das rauslassen, und würde quasi anstatt diesem Echo nur diesen Teil hier hinschreiben,
in eine HTML-Tabelle, in eine HTML-Datei, dann würde er eine Tabelle zeichnen. Und hier habe ich es jetzt eben so gemacht, er soll als Echo, also als Ausgabe, soll er HTML-Code haben, damit der Browser dann hergeht, diesen HTML-Code eigenständig nimmt und den mir dann quasi als Tabelle ausgibt. Ich hoffe, das ist so ungefähr verständlich, wie das Ganze hier funktioniert. Also Echo ist wieder diese Ausgabe, was das PHP-Skript ausgibt. Und hier hat er es jetzt so gemacht, dass ich quasi HTML-Code an die vom PHP-Skript auf die HTML-Seite ausgeben lasse. Also es ist 1 zu 1 HTML-Code und die Website nimmt dann, also der Browser nimmt das Ganze dann und wandelt diesen HTML-Code, wandelt der dann wiederum um und zeichnet dementsprechend eine Tabelle. Gut, dann haben wir hier natürlich Echo, wir haben ID, Zeit, Temperatur, Luftfeuchte und Druck. Das sind die Werte, die er jetzt hier, beziehungsweise die Werte, die er aus der Tabelle zieht. Weil wir haben ja hier gesagt, wir wollen aus der Tabelle Sensorwerte. Da soll er reingehen und hier guckt er jetzt nach ID, Zeit, Temperatur, Luftfeuchte und Druck und packt die Werte quasi hier mit rein. Und hier haben wir einfach nur nochmal, hier haben wir jetzt einfach nur nochmal, also dieses ID, Zeit, Entschuldigung, das ID, Temperatur, Zeit und Druck, das hier ist natürlich geschriebener Text. Also das hier ist Text, den er ausgeben soll, weil das ist ja hier unsere erste Zeile. Also das ist jetzt quasi diese Zeile. Das hier ist das hier. Ne? Table Border heißt der Rand, den er drumherum machen soll. Und das hier, das hier ist quasi die Tabelle, die gezeichnet werden soll. Und das hier schreibt er jetzt einfach nur rein als Text. Da war ich gerade, ich war schon hier unten. Und diesen Text, den er mir angibt, das ist hier ID, Zeit, Temperatur, Luftfeuchte und Druck. Gut, hier unten hier haben wir jetzt while Datensatz, MySQL, Fetch, Ezogress, bla bla, Gedöns, Code. Ja. Wichtige Sachen. Dieses while heißt jetzt nichts anderes. Er führt jetzt quasi den Teil hier unten, den führt er so lange aus, wie er neue Daten bekommt, also wie er quasi neue Zeilen hat, blöd gesagt. Das habe ich ja hier auf 1 festgelegt. Wenn ich das Ganze auf 3 festlege, dann würde er das hier dreimal ausfüllen. Das heißt, hier sieht man ja auch, ich habe da jetzt nicht irgendwie dramatisch irgendwas, wie soll ich sagen, keine Schleife oder irgendwas, keine Vorschleife, die dreimal durchläuft oder weiß der Geier. Das hier ist einfach nur so lange, also while, eine While-Schleife kennen wir auch vom Arduino, while dieser Datensatz reinkommt. Solange er irgendwelche Datensätze hat, führt er das hier unten jetzt aus. So, und das Ganze haben wir hier jetzt zum Beispiel einmal. Er hat einmal Datensätze, weil ich oben ja diese 1 habe. Ich weiß, ich wiederhole mich ab und zu, aber ich will, wie gesagt, auch hier wirklich dann darauf eingehen, dass es so rüberkommt, dass ihr es auch einfach nachbauen könnt. Deswegen, ja, wiederhole ich mich vielleicht ab und zu, aber lieber so, als dass ich irgendwas überspringe. So, das ist auch mal kurz angesagt. Und wir haben jetzt hier, noch darauf zurückzukommen, wenn ich das hier auf 3 eben umsetze, dann hat er ja hier 3 Datensätze. Und das sieht dann eben so aus. Das heißt, wenn ich hier eine 3 habe, wenn ich hier eine 5 angeben würde, dann würde er mir einfach 5 Tabellen hier runter oder 5 Zeilen oder ja, Zeilen würde er hier mir untereinander schreiben. Das heißt, über diese Zahl lege ich fest, wie lange diese While-Schleife läuft. So lange bekommt er ja Daten. Gut, hier unten habe ich dann nochmal den Abschluss für die Tabelle und hier unten schließe ich nochmal die Verbindung. Und das war es eigentlich soweit auch schon zu dieser PHP. In der Index.html, hier mache ich dann nichts anderes als zum Beispiel, hier habe ich euch jetzt den Aktualisieren, dieses Aktualisieren-Wert, den habe ich euch hier mal kurz gezeigt. Oder will ich euch hier nochmal kurz zeigen, das ist quasi hier jetzt dieses Aktualisieren. Wenn ich hier draufklicke, dann sieht man links unten im Browser. Ich hoffe, man kann das auf dem Video halbwegs sehen. Hier steht jetzt nichts anderes als 192, 168, 0199 slash Ausgabe W, Ausgabe Won.php. Und dieses Ausgabe Won, das ist eben hier nochmal hinterlegt. Und das ist quasi Ausgabe Won ist jetzt nichts anderes als diese PHP, nur dass hier eben eine 3 steht. Ansonsten ist der Code genau gleich. Ausgabe Won und Ausgabe Won Main. Main habe ich es einfach nur genannt für die Hauptseite oder die Übersichtsseite, die Index.html. Hier wird mir nur ein Wert gezeigt und eben bei Ausgabe Won, das ist jetzt hier das Skript, was hier laufen würde. Ne, also die PHPs sind gleich, es ändert sich einfach nur die 1 in eine 3. Das war's. So, ich denke, damit haben wir auch heute schon mal wieder einiges geschafft. Wir haben uns heute auf jeden Fall mal angeschaut, wie die Messung funktioniert, wie das Ganze vom Node-MCU übertragen wird an den Raspberry Pi mittels URL und einem PHP-Skript mit einem GET-Befehl. Dann speichert er das Ganze in eine MySQL-Tabelle und danach nimmt er das Ganze und gibt es hier eben wieder aus. Das war jetzt erstmal so grob die,
Ja, ganze Funktion. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, denn wenn ihr die Seite, wenn die gestartet wird, beziehungsweise wenn ich die lade, wie hier jetzt zum Beispiel, dann führt er ja hier schon mal die Skripts aus. Das macht er aber nicht automatisch, das müsst ihr auch mit einprogrammieren. Und zwar habe ich hier in meiner Index.html zum Beispiel, da sieht man es jetzt, hier habe ich jetzt die bei Body Onload Ladefunktion, Ladefunktion 2 und Ladefunktion 3. Die Ladefunktion, das mache ich eben hier jetzt zum Beispiel über JavaScript. Und hier habe ich eben jetzt Funktion, Ladefunktion. Also das ist quasi JavaScript. Wie erkläre ich das am einfachsten? PHP ist also, so habe ich mir es, ja, wie soll ich sagen, klar gemacht. PHP ist ein Skript, das läuft serverseitig. Das heißt, da kann ich am Server irgendetwas machen, kann auf etwas zugreifen, kann irgendwelche Werte holen. JavaScript ist hingegen wieder was, das läuft clientseitig. Das heißt, euer Browser, wenn ich das hier reinschreibe, dann wird euer Browser führt dann dieses JavaScript hier einmal aus. Und dieses JavaScript macht jetzt nichts anderes als bei der Funktion Ladefunktion, Ladefunktion 2 und Ladefunktion 3. Er nimmt sich die entsprechenden Frames, also Moment. Die Tabelle hier, die ist innerhalb eines Frames eingebettet. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Bereich auf meiner Website genommen und den habe ich quasi separat nochmal abgegrenzt und habe gesagt, was er da drin machen soll. Also ich kann diese PHP auch ganz normal so aufrufen. Dann würde er aber halt einfach nur eine Webseite zeigen, wo er hier oben diese Tabelle anzeigt. Und hier habe ich jetzt eben quasi, das ist wie eine, also das ist ein Iframe. Und das könnt ihr euch vorstellen wie eine Website innerhalb einer Website. Ein kleines Feld, das ich eben festgelegt habe. Und das ist eben jetzt hier dieses Iframe und hier zeichnet er jetzt eben diese Tabelle. Und bei dieser Onload-Funktion, da nimmt er jetzt dieses Frame, das ist jetzt das hier, Frame 1. Und hier sagt er jetzt, die Source ist Ausgabe wonMain.php. Also innerhalb dieses abgegrenzten Bereiches, innerhalb der Seite sozusagen, da führt er jetzt Ausgabe wonMain.php aus. Also das lädt er und packt das da rein, egal was da drin steht. Und das ist eben bei dieser Onload-Funktion. Das heißt hier, Onload, Ladefunktion, Ladefunktion 2 und Ladefunktion 3 ausführen. Und die Ladefunktionen machen nichts anderes als zu sagen, in Frame 1 packe ich Ausgabe WohnMain, in Frame 2 packe ich Ausgabe SchlafMain und in Frame 3 packe ich Ausgabe BadMain. Das war's. Und die Frames, also in diesen Ausgabe-PHPs, die haben wir ja, wie gesagt, das ist das, was wir uns angeschaut haben. Hier holt er sich einfach die Werte, zeichnet mir die Tabelle und trägt in die Tabelle die entsprechenden Werte ein. So, jetzt sind wir soweit aber auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze gut erklären. Wie immer bekommt ihr natürlich die Codes in die Videobeschreibung. Also da habe ich jetzt, werde ich hier alle Codes nehmen und werde sie euch in die Videobeschreibung reinpacken. Und dann könnt ihr euch die da ziehen und könnt die für euch anpassen. Ich hoffe, dass das Ganze, ihr müsst natürlich dann auch die entsprechenden Datenbanken erstellen. Ich hoffe, das ist rübergekommen, wo ihr was dann wie verändern müsst, dass es bei euch auch läuft. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt es mir gerne in der Videobeschreibung oder über die Facebook-Seite, die ich verlinkt habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Mal wieder zum nächsten Video, wo wir auf den nächsten Aspekt des ganzen Smart Home, wie ich bisher, so was ich bisher so gebastelt habe, gehen wir darauf wieder auf den nächsten Punkt ein und werden uns mal angucken, wie ich die Übertragung von der Webseite an den Motor, der laufen soll, das haben wir schon mal in dem kleinen Video gesehen, was ich hochgeladen habe, dass der Motor läuft über die Webseite, wie ich das Ganze realisiert habe und wie das Ganze gebaut wird. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!